Moin und herzlich willkommen zur 635. Rohstoff-Tages- und gleichzeitig Wochenendausgabe der Formationstrainer am Samstag, dem 19. Oktober 2013. Ich hoffe, Sie alle haben ein schönes Wochenende. Ich persönlich habe es, ja, ich muss sagen noch, denn es ist Samstag 14.45 Uhr. In einer Dreiviertelstunde spielen die 96er. Die meisten von Ihnen werden es wissen, ich bin 96-Fans. Ich kann nichts dafür. Die spielen auswärts und auswärts sind die 96er zuletzt ähnlich stark wie der US-Dollar, kann man sagen. Drei Spiele, 0 Tore, 7 Gegentore, 0 Punkte und jetzt geht es heute gegen den BVB ran. Im Grunde genommen könnte nämlich auch mal Slomka spielen lassen. Kann ich mal schön auf dem grünen Rasen, 80.000 Menschen gucken zu, wie ich einen Fehlpass spiele. Viel schlimmer kann ich es ja auch nicht machen. Wie auch immer, ich dachte, ich mache die Ausgabe, bevor die Bundesliga startet. Nachher habe ich dann wieder schlechte Laune und sage, ja, guten Tag, herzlich willkommen, Rohstoff-Tagesausgabe. Und deswegen schauen wir doch lieber ganz schnell jetzt auf die Rohstoffliste. Adrop Gasolin am stärksten mit plus 1%, ist aber mehr bärisch, was gerade hier Adrop Gasolin macht. Werden wir uns anschauen. Crude macht, nein, verzeihen Sie, Brent plus 0,76%, ansonsten wenig Dynamik, Silber plus 0,5% und dann geht es hier so 0,3, 0,2 und dann Gold weitestgehend unverändert mit plus 0,01%. Diese Ausgabe beginnen wir mit Gold. Gold hatte über die kleinere Zeiteinheit eine bullische Kaltformation hier gebildet gehabt. Wir haben es auf der bullischen Seite getradet und dann kam hier diese sehr schöne dynamische Bewegung. Wir haben einen Teilgewinn realisiert und sind jetzt übergeordnet mit der zweiten Hälfte aus dem Risiko raus und werden gucken, was der Markt denn so als nächstes machen kann und machen wird. Unsere Trades finden Sie über unsere Triggerliste. Die meisten von Ihnen werden das natürlich selbstverständlich auch wissen. So, jetzt haben wir hier über den Tageschart eine größere bullische Keilformation. Bullisch aufgelöst, wir sind oberhalb der 20-Tage-Linie. Und das, was man hier macht, ist mehr eine bullische Konsolidierung nach einer wirklich sehr starken bullischen Bewegung, das, was der Markt hier gemacht hat. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt Montag sofort nach oben schießen, sondern wir können hier doch ein, zwei Tage vielleicht konsolidieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 13,45 in Richtung dieser ehemals trendunterstützenden, ich zeige es Ihnen, und jetzt trendbegrenzenden Linie, hier Berührung, hier Schatten, hier Körperkante, hier mehrere Schatten, deutlich bärisch durchgegangen, dass der Markt also in diese Richtung laufen sollte und diese Linie berühren sollte, dazu horizontale Unterstützung und Widerstandslinie, ich habe es in der letzten Ausgabe schon gesagt, um diese Marke oszilliert ja gerade der Chart, also mal drüber, mal drunter, mal drüber, mal drunter, das ist eine mehrfache Widerstandszone. Und dann werden wir gucken müssen, ob der Goldpreis hier das Potenzial hat, durch diese dreifache Widerstandszone durchzugehen. Wenn ja, dann ist hier diese Zone aktiviert worden im Bereich der 1420, 1400, dazu noch die 200-Tage-Linie im Bereich von 1437 und ebenfalls eine horizontale Marke, hatte ich Ihnen auch in der letzten Ausgabe gezeigt, hier Widerstand, hier nicht ganz sauber und hier ebenfalls Widerstand gewesen. Das wäre also die Zielzone, wenn wir diesen Widerstand aus dem Weg räumen sollten. Ob der Markt die Kraft hat, hier durch diese Zone durchzugehen oder nicht, kann ich Ihnen aktuell nicht beantworten, weil es noch nicht eindeutig im Chart drinsteht. Was man sagen muss ist, eine solche Bullkalformation neigt ja dazu, 80-100% von der Bewegung von oben nach unten, die stattgefunden hat, nach oben zu machen. Demnach hätte der Markt Potenzial, muss er aber nicht, weil er hier einen dreifachen Widerstand hat. Wenn Sie hier Bullen sind, das ist die Art, wie wir traden, würde ich dafür sorgen, dass, wenn der Markt hier in diese Zone kommt, spätestens das Risiko aus Ihrem Trade raus ist. Und dann können Sie schauen, ob der Markt Potenzial hat, da durchzulaufen. Versuchen Sie nicht zu sagen, ach komm, ich verkaufe jetzt dir und dann kommt er wieder ein bisschen zurück, dann kaufe ich es ein bisschen billiger und dann trade ich es auf der bullischen Seite. Sondern versuchen Sie einfach, sich die Chance zu geben, aber das Risiko aus dem Trade dann rauszunehmen. Vielmehr gibt es hier gerade über den Tageschart nicht zu sagen. Wenn man sich das Ganze auf 4-Stunden-Chart-Basis anschaut, ich werde jetzt nach dieser Ausgabe einige Trendlinien löschen, aber ich wollte es hier noch einmal gezeigt haben. Also das war der Bullcall, den wir getradet hatten. Wir hatten auch gesagt, dass hier sehr, sehr viel Unterstützung ist und dass es für die Bären eher schwer werden würde, durch diese Zone durchzugehen. So, jetzt haben wir diese eine Trendlinie hinter uns gelassen. Dazu haben wir eine weitere Trendlinie, Unterstützung, die bärisch aufgelöst war, ebenfalls hinter uns gelassen. Und damit haben wir jetzt eine enge Range, Unterstützung zwischen 1306 und 1300 und Widerstand, das Ganze im Bereich von 1326. Darüber hat der Markt also Potenzial, in Richtung dieser 1350er Zone zu laufen. Denken Sie an diese bärische Keilformation, ebenfalls eine Widerstandsmarke, die dann auf die Bullen warten würde, wenn wir hier eine Fortsetzung unserer bullischen Bewegung machen möchten. Wenn wir jetzt in die übergeordnete Zeiteinheit, also auf den Wochenchart schauen, wir haben hier in der Stochastik eine Verkaufsformation. Das muss man sich klar machen. Wir haben ein Momentum, was weiter nach oben zeigt. Wir haben Unterstützung, bärisch aufgelöst worden, Widerstand gewesen, durchgegangen, hier dann nicht mehr ganz sauber fungiert, das Ganze zwischen 1335 und 1326,
haben wir jetzt wieder das potenziellen Widerstand. Das heißt, was wir über den Tag bei 13,50 sehr schön sehen, kann man auch über den Wochenchart im Bereich der 13,35 bis 13,26 zeichnen. Dazu die 20-Wochen-Linie. Freunde, alles Seitwärts-Range. Das muss man sich bitte klar machen. Bärische Bewegung kommt im Bereich einer Unterstützungszone und jetzt ist das hier alles Seitwärts-Range. Und ich zeige Ihnen gerne noch einmal den Tageschart. Solange wir in dieser Seitwärts-Range sind, maximale Unterstützung 1800, 1170, maximaler Widerstand 1540, dazwischen nochmal eine Widerstandszone praktisch als Untergliederung des Widerstandes 1400 bis 1440. Solange wir in dieser Range sind, ist es dann eher so, dass man versucht, die Unterstützung zu kaufen und die Widerstände zu verkaufen. Und nicht zu sagen, ganz klar, der Markt wird jetzt definitiv bullisch werden oder ganz klar, der Markt wird definitiv bärisch werden. Die einen plädieren dafür, dass der Markt bärisch ist, weil er ja hier abverkauft worden ist und jetzt konsolidiert er seitwärts, also muss er nach unten abverkauft werden. Ja, kann sein. Man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, dass hier verdammt viel Unterstützung ist. Gehen Sie gerne eine Woche zurück, schauen sich die alten Ausgaben an. Trendlinien, horizontale Marken, 61,8% Retracement-Marke seit 2008. Das ist viel, viel, viel Unterstützung hier. Wir können jetzt nicht einfach uns das Bärenfell überziehen und sagen, ja, das wird hier abverkauft werden. Wenn es denn hier durchgeht, dann haben wir immer noch so unendlich viel Zeit und Potenzial, etwas auf der bärischen Seite zu traden. Und wir müssen uns auch klar machen, dass wir erst durch diese große, große Widerstandszone im Bereich von 15,40 durch sein müssen, bevor man sagt, jawohl, der Drops ist jetzt auf der bullischen Seite eher gelutscht und wir haben weiteres Potenzial. Davor, wiederhole ich mich sehr gerne, kommt diese Zone im Bereich der 1400er Marke. Und das möchte ich auch nochmal Ihnen sagen. Freunde, wir Menschen, das ist ein klassischer Satz, den Sie schon häufiger hier gehört haben werden, wenn Sie immer wieder unsere Ausgaben schauen. Der Mensch mag Harmonie, der Mensch mag Sicherheit. Wenn wir uns in den Markt bewegen und versuchen zu traden, dann gehen wir in eine Zone, die überhaupt nicht komfortabel ist. Denn der Handel ist geprägt von Unsicherheit und von Disharmonie. Das heißt, im Grunde genommen handeln wir gegen unsere Natur. Und deswegen gefällt es uns auch, wenn wir Leute haben, die auftreten sehr selbstsicher und sagen, das Ding steigt, das ist völlig klar, was anderes kann gar nicht passieren. Das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Dieses trügerische Gefühl von Sicherheit, dass es definitiv steigt oder definitiv fällt, das brauchen wir nicht. Das ist für den Handel nicht hilfreich. Sondern das, was der Mensch können muss, wenn er aktiv handelt, ist, in dieser Unsicherheit leben zu können und sich beide Seiten anschauen zu können. Leider entscheiden sich viele aktive Händler entweder für das eine oder gegen das andere. Ein Freund von mir hat mir die letzten Wochen immer wieder gesagt, ah, bärisch muss fallen, geht gar nicht anders. Auf einmal von heute auf morgen, zack, ey, ich bin jetzt im Bullencamp, das Ding wird steigen, es geht gar nicht anders. Ja, so funktioniert es nicht. Und er tut es deswegen, weil er nicht in der Lage ist, zu erkennen, was hier im Chart passiert. Und wenn Sie erkennen können, was im Chart passiert, wenn Sie die Muster erkennen, dann können Sie auch davon profitieren, was hier gerade im Markt passiert. Schauen Sie gerne zurück über unsere Triggerliste, was wir hier alles in dieser Seitwärtsrange getradet haben. Und dann ist es Ihnen auch vollkommen Banane, ob jetzt nach oben durchgeht oder nach unten durchgeht, sondern Sie können sich entsprechend, je nachdem, wie sich der Markt bewegt, positionieren. Und deswegen empfehle ich Ihnen unser Mentor-Programm. Ich bin überzeugt, dass unser Mentor-Programm Ihnen hilft, genau auch in dieser Seitwärtsphase auch Gewinne machen zu können und dann entspannter zu sein, zu sagen, ich weiß nicht, was als nächstes passieren wird. Es lohnt sich für Sie, an unserem Mentor-Programm teilzunehmen und im Anschluss systematisch traden zu können. Wir schauen auf Silber. Silber hat in der kleineren Zeiteinheit ein Dreieck bullisch aufgelöst. Es wurde bärisch aufgelöst, aber der Markt kommt wieder zurück und löst es bullisch auf. Ich habe es Ihnen jetzt mehrfach zuletzt gesagt, so etwas ist in der Regel mehr bullisch, wenn der Markt ein Dreieck bärisch auflöst und dann aber wieder sofort zurückkommt und nach oben durchschießt, dann hat der Potenzial, dann dynamisch nach oben zu laufen in Richtung der Ausbruchszone, das heißt in Richtung der 24,50. Allerdings kann ich jetzt nicht, weil ich etwas im 4-Stunden-Chart beobachtet habe, mich jetzt hinstellen und sagen, das wird definitiv passieren. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ganz einfach, weil auf dem Weg nach oben eine horizontale Marke hier ist, nämlich die 22,50. Dazu ist die 50-Tage-Linie. Dazu ist eine trendbegrenzende Linie im Bereich von 22,50. Dann haben wir übergeordnet eine weitere trendbegrenzende Linie. Widerstand, Widerstand, Widerstand. Hier mit dem Schatten. Zuletzt hier ebenfalls mit dem Schatten Widerstand gewesen. Das Ganze im Bereich von 23.
Wenn wir durch diese ganzen Zonen durchgehen, dann haben wir also Potenzial in Richtung der 200-Tage-Linie zu laufen, also in Richtung der 2440. Kennt noch jemand Tamagotchis Castle? Ich war damals, ich weiß nicht, Student, da lief das immer, das ist so eine japanische Fernsehshow gewesen, wo da irgendwie 5000 Menschen angetreten sind und versucht haben, durch irgendwelche Barrieren hinwegzulaufen. Und naja, das war immer ein bisschen schwierig für die Leute, da durchzukommen. Meistens haben sich dann irgendwie hingepackt. Und das war dann immer lustig zum Zuschauen. Und da gab es immer so eine Wand, wo entweder dahinter eine richtig harte Wand war, oder es war einfach nur so ein Papier, was da gezogen war. Und die mussten immer mit voller Kraft losrennen und gegen diese Wand rennen. Und wenn es aus Papier war, dann sind sie immer so durch und haben sich total gefreut. Ansonsten gegen so eine richtig harte Wand, was sie ja nicht wissen konnten. Und dann haben sich richtig wehgetan, da konnte man sich darüber schlapplachen. So, ähnlich ist es hier bei Silber auch. So ein bisschen Tamagotchis Castle. Sie können jetzt hier versuchen, hier durchzurennen, und wenn es durchgeht, dann macht es so plopp und dann freuen sie sich. Aber beim Handeln geht es ja immer darum, Leute, habe ich ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis oder habe ich kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis? Und wenn ich kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis habe, dann möchte ich bitte nicht einfach gegen eine Wand rennen und sagen, ah, es wird schon durchgehen. Wir wollen die einfachen Sachen traden. Wir wollen die Dinger traden, die uns eine gute Wahrscheinlichkeit geben, aber auch eine gute Chance geben. Und noch etwas, wenn der Markt hier durchgeht, und wir haben nichts gemacht, dann werden wieder Leute sagen, oh, Hamid, wie konntest du nur, war doch klar. Natürlich, hinterher ist immer alles ganz einfach. Man kann das Leben zwar wunderbar rückwärts denken, aber nur vorwärts leben. Und hier in diese Widerstandszone hinein würde ich persönlich nicht traden. Genauso wie bei Gold. Wir sind jetzt über unsere Triggerliste in einer komfortablen Situation, dass wir mit Gold eine Position haben. Jetzt können wir gucken, ob wir durch diese Widerstandszonen durchlaufen werden oder nicht, weil wir kein Risiko mehr in diesem Trade haben und können unser Stop-Loss anpassen. Ansonsten würde ich Ihnen nicht empfehlen, hier in diese Widerstandsmarken einfach reinzutraden und zu sagen, das wird schon hier durchlaufen, weil wir es eben nicht wissen, ob der Markt dort durchlaufen wird oder nicht. Was Seitwärtsphase angeht, Silber, genau der gleiche Schnack. Unterstützung per Wochenschlusskurs 18,80, Widerstand im Bereich von 24,20. Darüber kommt dann die maximale Widerstandszone im Bereich der 27-Dollar-Marke. Wenn die hier nach unten bärisch aufgelöst werden sollte, dann laufen wir in Richtung der 16,60. Wenn wir das Ganze bullisch auflösen sollten, diese Seitwärtsrange, ist die Zone im Bereich von 27 Dollar. Dazu haben wir noch eine trendbegrenzende Linie im Bereich der 26 aktiviert worden. Viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Seitwärtsrange. Und was ganz wichtig ist, diese Seitwärtsrange beobachten wir jetzt nicht nur bei Silber und bei Gold, sondern wenn ich Ihnen das zum Beispiel zeigen darf, Natural Gas, gucken Sie sich das mal an. Achten Sie mal nicht auf das Dreieck, achten Sie mal hier auf diese horizontalen Marken. Unterstützung, Widerstand. Hoch, runter, hoch. Nein, nicht ganz runter, wieder hoch. Das heißt, wenn der Markt auch das Dreieck hier bullisch auflösen will, müssen wir auf jeden Fall auf diese horizontale Marke achten. Im Bereich der 3,90, weil hier ebenfalls die 200-Tage-Linie ist. Und wenn wir das Ganze bärisch auflösen sollten, dann laufen wir in die Unterstützung im Bereich der 3,39. Wenn ich sage, dass wir hier insgesamt beim Rohstoffmarkt viel Seitwärtsphase haben, schauen Sie sich Kupfer an. Kupfer über den Tageschart, Seitwärtsrange. Das Ganze zwischen der 3,20 und Widerstand 3,37, da oben ebenfalls die 200-Tage-Linie. Ebenfalls eine übergeordnete Seitwärtsrange. Oder ich zeige Ihnen einmal kurz Brent. Schauen Sie sich Brent an, wie sieht das hier aus? Seitwärtsrange. Und zwar seit über einem Monat zwischen der 106,70 Dollar und Widerstand ist hier die 111 Dollar. Viel, viel, viel Seitwärtsrange. Wenig Dynamik, eine gute Zeit, um einfach bisschen beiseite zu treten und sich nicht weh zu tun. Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, die Unterstützung zu kaufen, nachdem im Bereich der Unterstützung eine Trendumkehr stattgefunden hat, wiederhole ich mich gerne, wie bei Gold kann man das machen, ansonsten sollte man eher zurückhaltend sein. Was auffällt ist, auch Airborne Gasoline bildet eine Art Seitwärtsrange. Dazu fällt auf, wir haben hier einen Abverkauf. Und jetzt machen wir eine Art Pullback an die alte Unterstützungszone. Schauen Sie sich das an, hier Widerstand, hier Unterstützung, hier wieder Widerstand und da sind wir gerade rangelaufen. So, dann macht der Markt das tiefere Hoch, das tiefere Tief an die 20-Tage-Linie und das sieht mehr so aus wie ein bärisches Retracement, was der Markt hier zurückmacht. Allerdings, Momentum zeigt nach oben, K&D-Linie um die 70er-Marke umeinander umschlungen. Wenn wir uns das Ganze über den 4-Stunden-Chart ansehen, dann haben wir hier den Abverkauf und hier machen wir jetzt eine bärische Kahlformation. Sollten wir diese Unterstützungszone im Bereich der 2,63 bärisch auflösen, hat der Markt Potenzial, hier in Richtung dieser alten Tiefs zu laufen, nämlich im Bereich der 2,57. Das ist etwas, was wir auf der bärischen Seite gerne traden möchten. Wenn ich Ihnen einmal kurz nochmal übergeordnet den Tageschart zeigen darf, ist,
gar nicht mal so einfach zu sagen, was wahrscheinlich ist. Also hier haben wir eine Stange und dann machen wir hier ein Dreieck. Könnte man sagen, ja, das ist eine bullische Wimpelformation. Das heißt, wenn wir hier unten ranlaufen, dann wird der Markt eher wieder nach oben laufen und das Ganze eher bullisch auflösen. Okay, muss aber auch noch sehr, sehr viel passieren. Und wenn man sich das Ganze aber über den Wochenchart anschaut, das sieht dann wiederum aus wie ein absteigendes Dreieck. Hier trendbegrenzende Linie, hier horizontale Marke. Und wenn das hier bärisch aufgelöst werden sollte, die 250, oh Mann, dann hat der Markt richtig Potenzial, etwas auf der bärischen Seite zu machen. Was fehlt uns noch? Vielleicht zeige ich nochmal ganz kurz unser Trade, was wir über Crude, über unsere Triggerliste gemacht hatten. Und zwar das Ganze ganz bewusst über den Stundenchart hier ein absteigendes Dreieck, was bärisch aufgelöst worden ist. Normalerweise sagt man ja, das, was der Markt von hier bis hier macht, kann er, wenn er das Ganze bärisch auflösen sollte, auch nochmal nach unten machen. Also insgesamt, na, gute 3 Dollar. Allerdings, wo sind wir hingelaufen? Exakt an die runde 100 Dollar Marke. Und deswegen hatten wir hier unser Chancen-Risiko-Verhältnis auch so ausgesucht, hier Teilgewinne realisiert, hier den Stop-Loss angepasst und haben gesagt, okay, kann sein, dass der da durchgeht, kann aber auch sein, dass der wieder zurückkommt. Und wenn er zurückkommt, haben wir kein Risiko mehr. Wir haben kleinen Gewinn gemacht und beim nächsten Mal geht er vielleicht durch. Sie müssen für sich selbst definieren können, was Sie für ein Typ Händler sind. Ob Sie jemand sind, der sagt, okay, macht nichts. Ich habe jetzt zwar nur einen ganz kleinen Gewinn gemacht, aber ich hätte die Chance auf viel, viel mehr. Oder ob Sie sagen, nee, ich möchte lieber die kleinen Gewinne realisieren. Das heißt, wenn dann Take Profit kommt, dann wollen Sie Ihr Stop-Loss enger anpassen. All diese Arten von Exit-Strategie, die kann man erlernen. Es gibt unterschiedliche Strategien. Wir besprechen das mit Ihnen im Rahmen unseres Mentor-Programms. Sie können das ausprobieren. Wir arbeiten mit einem Kleinkonto. Wir begleiten Sie im Anschluss danach. Und dann können Sie gucken, was passt denn zu meiner Psyche am allerbesten. Probieren das aus. Wenn Sie Fragen haben, sind wir für Sie da. Und dann können Sie nämlich rauskriegen, wie Sie Ihr Risikomanagement durchführen wollen. Das ist viel, viel, viel entscheidender, als irgendeine Kaufmarke zu finden. Risikomanagement, Exit-Strategie sind deutlich, deutlich, deutlich wichtiger, als Einstiegsstrategien zu finden. Und deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, dass Sie mit einem Stop-Loss arbeiten. Bitte traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss, denn ein Stop-Loss ist und bleibt Ihr guter, guter, bester Freund. Sie bleiben hoffentlich alle gesund und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.